Statement. Wir haben heute in der Früh gemessen, es ist 3 Grad drinnen. Das wäre für einen Kühlschrank zu kalt. Ja. Aber wenn man fleißig mitmacht und so, dann wird es vielleicht wärmer. Vielleicht schaffen wir es, diesen Kühlschrank aufzuwärmen. Hier vorne, in der Mitte eigentlich mehr oder weniger von uns, sitzen die Jugendlichen, die Firmlinge. Und in dieser Jugendlichen, da steckt einiges. Sie haben Power. Es ist eine tolle Gruppe, die eine Menge zu bieten hat. Und das haben wir als Firmenbegleiter schon gespürt während das erste Wochenende. In dieser Feier nehmen wir einen Abschnitt aus dem Leben Jesu als Richtschnur für unser Leben. Denn so wie die Jugendlichen hier vorne, ist Jesus gerufen worden, sich für das Reich Gottes einzusetzen. Er wurde inspiriert, mehr zu tun. Irgendwie spürte er, dass in seinem Leben mehr steckt. Dass er seine Zukunft in die Hand nehmen sollte, um für die Menschen in seiner Umgebung zu sorgen. Diese Feier wollen wir auch still werden, um zu hören, was in unserem eigenen Herzen lebt. Wie wir werden
könnten. Unter welches Projekt wollen wir unsere Namen schreiben? Wir haben viel vor, aber niemand von uns ist vollkommen. Jeder von uns macht Fehler. Zum Glück ist unser Gott verständnisvoll und niemand kann sich so weit von ihm entfernen, dass er nicht mehr mit offenen Armen uns empfangen würde. Mehr noch, Gott will, dass wir glückliche Menschen werden, dass unser Leben gelingt. Und das ist nur möglich, wenn wir auch zu unseren Schwächen stehen. Herr Jesus Christus, in dir kommt Gottes Liebe zu uns Menschen. Herr, erbarme dich unser. Du schenkst uns in unserem Leben immer wieder deine Nähe. Christus, erbarme dich unser. Du gehst mit uns, auch wenn es dunkel in uns und um uns herum wird. Herr, erbarme dich unser. My righteousness.
lass uns mit Freude diese Feier begehen. Amen. Amen. Seid ihr einverstanden? Dann sagt's Amen. Amen. Danke. Ja, so lasst uns nun beten. Liebender Gott, schau her, wie viele junge Menschen hier um deinen Tisch beisammen sitzen. Sie sind zu dieser Feier gekommen, weil sie finden, dass dein Traum etwas ist, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen. Dein Traum, wo jeder Mensch für den anderen sorgt. Sie sind vielleicht noch etwas wild und unerfahren. Aber sie haben so viele Möglichkeiten und Talente, etwas Schönes aus ihrem Leben zu machen. In dieser Feier wollen wir nun gemeinsam mit ihnen und für sie beten, damit sie Menschen der Gerechtigkeit und des Friedens werden, voll Liebe und Verständnis. Dann können sie bei der Firmung gesalbt werden und Jesus nachfolgen. Und dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören eine Geschichte oder ein Stück aus der Bibel, eine Lesung aus dem ersten Brief des Petrus, und Konstantin wird uns das vorlesen. Lesung aus dem ersten Brief des Petrus. Liebe Brüder und Schwestern, nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Gold und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck. Das ist wertvoll in Gottes Augen. He rests.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde von ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien von ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren von Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstiegen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob. Am ersten Filmwochenende, Ende Jänner, kam einer der Filmbegleiter irgendwann zu mir und sagte: Es ist wieder so schön. Die Filmlinger sind heuer wieder so toll. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil es einfach auch genau mein eigener Eindruck an diesem Filmwochenende war. Die Erfahrung, dass Menschen einfach so schön sind. Und ich dachte mir, wie sehr das auch meine Erfahrung mit dieser Gemeinde, der Pfarrer St. Martin in Kloster Neuburg ist. Diese Kirche, dieser Kühlschrank, diese Gemeinde ist schon mehr als 1200 Jahre alt. Das ist die älteste Kirche in Kloster Neuburg. Und das Fundament dieses Ortes ist die Liebe. Es war die Liebe, die hier im Laufe der Jahrhunderte und jetzt noch immer so viele Menschen versammelt. Und manchmal auch nur die Suche nach Liebe, aber trotzdem nicht weniger Liebe. Und es war Liebe, die die Menschen dazu veranlasste, so viel zu geben, um diesen Ort zu bauen und zu unterstützen. Mit Geld, mit ehrenamtlicher Arbeit. Dies ist ein Ort, der auf der Grundlage der Liebe gebaut wurde und wird. Und deswegen ist es ein Ort, glaube ich, an dem Menschen einfach so schön sind. Es gibt so viele schöne Menschen hier. Ich denke an die schönen Menschen, die unsere jugendlichen Filmbegleiterinnen, die leider nicht da sind, Begleiter, aber und ihre Bemühungen trotzdem, auch beim Filmwochenende und immer wieder am Dienstagabend. Und ich denke an den Pfarrgemeinderat und das Personal hier. Diese Leute sind so schön. Und sie haben ein Auge für das Schöne. Und das sehen sie in dir. Weißt du, wie schön du bist? Und mehr als alles andere auf der Welt bete ich, dass dies eine Gemeinschaft sein kann,
in der du erfährst, wie wahr das ist, dass du einfach so schön bist. Wenn du das Schöne in einem anderen siehst und einer andere sieht es in dir, dann fangst du vielleicht auch an, es in dir selbst zu sehen. Du bist wunderbar. Du bist schön in deiner Großzügigkeit. Du bist schön darin, wie authentisch und echt du bist. Du bist schön darin, wie ehrlich du bezüglich deiner inneren Kämpfe bist und darüber, was dein Herz begehrt. Du bist schön, weil du bereit bist, Fehler zu machen. Du bist schön mit deinem Verlangen zu lieben. Du bist schön, weil du an große Gedanken denkst. Du bist schön auch in deinen Herausforderungen. Und du bist schön in deinen Augen, in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Körper. Du bist einfach so schön. Und wenn Leute wie ihr, Firmlinge und Erstkommunionkinder, sehen können, was wir am Firmwochenende als Begleiter schon gesehen haben, dann glaube ich, haben wir unsere Arbeit bereits gemacht. Dann ist die Firmvorbereitung schon gelungen. Du bist wunderbar. Es gibt viele Stimmen auf dieser Welt, die dir sagen, dass du hässlich bist, dass du die falsche Art von Körper hast, dass du weißt, was du vor einigen Jahren gemacht hast oder getan hast und wie schrecklich das war, dass du weißt, wie sehr du versagt hast. Es gibt so viele Stimmen, die dir aus all diesen Gründen noch mehr sagen, dass du nicht schön bist, sondern dass du hässlich bist. Aber diese Stimmen müssen zur Ruhe gebracht werden und still und stumm. Und bis diese Stummen verschwunden sind, wie das Evangelium uns mit außergewöhnlichen Bildern erzählt, bis die zur Wolke kommt, wird das Wort Gottes niemals kommen. Werden wir die Stimme Gottes niemals hören. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist schön. Ich liebe dich, sagt Gott zu dir. Dich habe ich besonders gern. Ich möchte, dass dies hier eine Gemeinschaft ist, diese Pfarrer, diese Firmengruppe, aber auch für die Erstkommunion, die dir etwas ganz anderes über dich sagt, als das, was viele in dieser Gesellschaft dir über dich erzählen wollen. Dies wird keine Gemeinschaft sein, die dich dafür beschämen wird, wer du bist. Dies wird keine Gemeinschaft sein, die dich beschämen wird für alles, was du jemals getan oder nicht getan hast. Dies wird eine Gemeinschaft sein, die sich verpflichtet, dich mit Augen zu betrachten, die auf das Schöne gerichtet sind. Wir wollen versuchen, dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Das verspreche ich dir. Und ich bete, dass du uns dabei hilfst, indem du tust, was du kannst, um einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen wissen können, wie schön sie wirklich sind. Wenn wir das erfahren, wird es eine Revolution in der Welt geben. Weil ich glaube, schöne Menschen, die wissen, dass sie schön sind, schöne Dinge tun und das Schöne in jedem hervorbringen. Das würde die Welt verändern. Möge dieser Pfarrer und die Firmengruppe ein Ort sein, an dem du sehen kannst, dass alle Menschen, auch du und du und du und du, einfach so schön sind. Du bist einer dieser schönen Menschen. Als Hommage, als Ehrbeton an diese Schönheit und um zu bekräftigen, was ich gerade gesagt habe,
dazu nun ein Video. Das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Geist,
Wir werden jetzt die Filmkandidaten vorstellen. Und ich bitte alle Filmkandidaten einfach nach vorne zu kommen, hier vorne mit dem Gesicht zu euren Eltern, sagen wir so. Und während ihr nach vorne kommt, lese ich die Namen vor, schon ein bisschen ruhig. Florian Ackerbauer, Jakob Aller Fritz, ihr könnt alle einfach kommen, ich lese einfach weiter. Braucht ihr nicht warten auf die Namen. Salina Brendel, Josef Edel, Finn Feberberg, Timotheus Fuchs, Sebastian Fuchs, Nicole Garcia, Martin Kötz, Jonathan Kroa, Teresa Gruber, Anna-Kathrin Hackel, Santiago Haumer, Christina Himmelbauer, Clemens Hoffmann, Micha Radetzky, Anna Janacek, Lea Katrina Capella, Rosemarie Kilian, Lena Kirchner, Anna Koch, war noch nicht fertig, David Köchert, Valentin Konzel, Konstantin Kralinger, Jakob Kratki, Jakob Kremse, Simon Kremse, Lukas Kriechbaum, Nicole Kopfreiter, Konstantin Künzel, Elias Lukas, Alexander Magenheim, Philipp Magenheim, Vito Meyer, Anna Meusenburger, Carla Michalkova, Alina Niesle, Laura Nowakowska, Kevin Paschwöl, Stephanie Paschwöl, Victoria Pilz, Leon Brachner, Leon Puhalski, Patrick Bühlinger, Oliver Rabic, Rosa Radmeier, Jasmin Resch, Samuel Riedel, Philipp Schaffer, Viviane Schaffer, Fiona Schauerhuber, Felix Muckenschlager, Franziska Schober, Selina C., Maximilian Slipek, Alex Slipek, Tanja Slöp, Matthias Stieger, Elena Stix, Timotheus Urbanker, Marie Weißenbeck, Kulofer Zimmer und Konstantin Zimmer. Heuer 63 Jugendliche. Das sind schon unsere Filmmänner. Ja, die Freude ist groß. Ihr seid schön. Es ist eine Freude, euch anzusehen. Denn in euch leuchtet etwas ganz Besonderes. Ihr seid von Gott geliebte Kinder. Ihr seid Söhne Gottes, Töchter Gottes. Ihr seid getauft. Hineingetaucht in das Leben Gottes. Er lebt mit euch. Bei der Taufe wurde das zeichenhaft getan. Ihr wurdet mit Wasser, Taufwasser begossen, das Wasser würde über euren Kopf gegossen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ihr mit Jesus leben werdet. Das Sakrament der Taufe und der Firmung, sie hängen zusammen. Firmung ist Vollendung der Taufe. Und zur Erinnerung an eure Taufe und als Zeichen eurer Bereitschaft, euch vorzubereiten auf die Firmung, werden wir einen jeden von euch mit dem Taufwasser ein Kreuz auf die Stirne machen. Thank you.
besonders denken. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke uns, damit wir mit Rat und Tat den jungen Menschen Zuversicht für ihre Zukunft geben können. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Mache unsere Gemeinde immer mehr zu einem Ort des Glaubens, der Nächstenliebe und des Helfens. Eine Gemeinde, wo Menschen einfach so schön sein können. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verstorbenen, dass sie nun leben dürfen im Licht deiner Herrlichkeit. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Dir, guter Gott, deinem Erbarmen und deiner unaufhörlichen Zuwendung
vertrauen wir all unsere Bitten an, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen. Nimm dich der Not unserer Mitmenschen an. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat den Jüngern seinen Tod vorausgesagt und ihnen auf dem heiligen Berg seine Herrlichkeit kundgetan. In seiner Verklärung erkennen wir, was Gesetz und Propheten bezeugen, dass wir durch das Leiden mit Christus zur Auferstehung gelangen. Durch ihn rühmen wir dich und deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens. Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung und verkünden das Werk deiner Liebe. Dein Sohn ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue Leben und ist auferstanden zu deiner Herrlichkeit. Schau herab auf dieses Opfer, auf Christus, der sich mit Leib und Blut hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenke uns den Geist der Liebe,
den Geist deines Sohnes. Stärke uns durch seinen Leib und sein Blut und erneuere uns nach seinem Willen. Segne unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Christoph. Lass alle Glieder der Kirche die Zeichen der Zeit verstehen und in der Treue zu deinem Evangelium wachsen. Mache uns offen für die Menschen um uns, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Hoffnungen und Freuden teilen und ihnen den Weg weisen zum Heil. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, deren Glauben niemand so kennt wie du, und führe sie zur Auferstehung. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und der Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und den Blutzeugen und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Bevor wir nun Mahl halten, wollen wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, gemeinsam beten oder singen? Singen. Wird gesungen, lade alle ein. Arthur hat das organisiert. Kinder, Firmlinge, kommt um den Altar herum, wie immer es ist. Und schön wäre es, wenn diese Verbundenheit in der Gemeinde auch stattfindet, indem sie vielleicht, wenn sie keine Berührungsangst haben, ihren Nachbarn die Hand reichen. So, nehmen wir uns die Hände, ein Strom. Das aus unserem Herzen strömt, das unsere Schönheit zeigt, das wollen wir durch Preisen darbringen. Thank you.
beten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf das, was uns nicht so gelingt. Schau auf das, worum wir uns bemühen, um Glaube, Hoffnung und Liebe. Und schenke uns und der Gemeinschaft der Kirche in Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt diesen Frieden weiter, nicht nur in der Kirche, sondern allen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. So spricht der Herr. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele. So lasst uns Wahl halten. Thank you.
How faithfully you walk with me.
Erledigt. Er war die ganze Woche in die Schule und vielleicht hat ihn das ganz müde gemacht. Vielleicht brauchen wir wieder Urlaub. Gut, ich hätte die Hoffnung gehabt, dass er später sein Zimmer aufgeräumt hat, aber ich glaube, es ist besser, als ich ihn jetzt mal schlafen lasse. Weil, weißt du, ich liebe ihn trotzdem. Ich liebe ihn, auch wenn er gerade nicht etwas tut, was er vielleicht auch tun soll. Und ich werde auch noch mal gerne wissen lassen, auch, dass es auch so ist für euch. Du musst nichts machen, sodass wir euch lieben. Du bist schön und liebevoll, so wie du bist. Du musst unsere Liebe und die Liebe Gottes nicht verdienen. Ist schon da. Okay. Wir wollen natürlich, dass du liebevoll und hilfreich bist und nett zu anderen Menschen. Aber wir lieben dich schon. Du bist so schön. Genauso schön wie Jaco, wenn er schläft. Und ganz ehrlich, als Vater, manchmal ist es wohl schöner, als dass sie wach sind. Aber wir wachen einfach auf und wir singen jetzt Gottes Liebe ist so wunderbar miteinander. Ja? Ja, gut noch, ne? Gottes Liebe ist so wunderbar. Und Remas Karls hat dann das Beste vielleicht immer noch auf. Liebender Gott, diese Feier ist zu Ende. Vielen
viele schöne Worte sind gesprochen und gesungen worden. Viele wertvolle Gedanken sind ausgedrückt worden. Lieb, dass wir durch diese Feier gestärkt werden, um diese Worte und Gedanken in Taten umzusetzen. Dann wird der Weg, auf dem wir den Spuren Jesu folgen, uns hineinführen in die unermessliche Liebe Gottes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ganz kurz noch, was nächste Woche hier bei uns in der Pfarre stattfindet. Morgen Montag um 15 Uhr gibt es von Eva Rambusek im Club 57 einen Vortrag über Hongkong, Macau und Neuseeland. Am Abend um 19.30 Uhr ist wieder eine Meditation von und mit Brigitte Klug im Albrechtsberger-Saal. Am Dienstag, den 13. März 18.30 Uhr, eine Sitzung des Pfarrgemeinderats in der Seniorenstube. Und am Mittwoch um 18.30 Uhr unser Wortgottesdienst in der Fastenzeit, beten unter dem Kreuz, gemeinsam das Kreuz tragen. Nächsten Sonntag ist bereits der vierte Fastensonntag und es findet wieder eine Knirpskirche im Albrechtsberger Saal statt, anschließend der EZA-Markt. Und noch eine wichtige Bitte, die Caritas und unsere Pfarre sammeln für Menschen in Not Bettwäsche und Handtücher. Neu oder auch gut erhalten. Wenn Sie sich beteiligen wollen, bitte bringen Sie Ihre Spende morgen Montag, am Dienstag oder auch am Mittwoch in der Pfarrkanzlei oder zum Quartier des Stiftes in Klosterneuburg. Die Sammlung findet nur in diesem Zeitraum statt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Anschließend, tut mir leid, gibt es keine AK, aber vielleicht können wir gemeinsam uns im Hof ein bisschen aufwärmen und noch miteinander plaudern. Das ist meine Fehler, ich habe das falsch organisiert. Wollte nur sagen, Thema Nächstenliebe, und wir haben schon darüber geredet, auch es ist vorgekommen. Gestern war ein Großteil der Firmlinger schon unterwegs, um das nochmal auszuprobieren, ein Sozialprojekt zu machen. Und eine Gruppe war im Agnesheim, die haben da mit Senioren gespielt und geplaudert und so, und ich war kurz da, das hat sehr nett ausgeschaut, ich weiß nicht, ich glaube, das war unnett. Und da war noch eine Gruppe, die waren beim, oder mehrere Gruppen, vier Gruppen, die waren beim Interspar, die haben für die zweite Gruft Lebensmittel gesammelt, und es ist sehr schwer zu beschreiben, wie viel das geworden ist, aber das Jugendhaus unten steht jetzt voll, ich weiß, da werden wieder einige schimpfen, aber das muss man auch wirklich transportieren, irrsinnig viel Leute, die mitgeholfen haben, und gespendet. Und dann gestern waren auch eine große Gruppe am Stadtplatz, vielleicht habt ihr es gesehen, die haben versucht, die Leute Tee und Kaffee anzubieten. Gekocht haben es, viele haben es nicht getrunken, aber trotzdem viele gespendet. Das ist für die Behindertenheim St. Martin und das ist ja so grob 335 Euro zusammengebracht worden, nur durch Kaffee und Tee anbieten. Das finde ich echt großartig. Ja. Einfach toll. Freude ist groß. Und ich freue mich, wenn Menschen mir begegnen, die mich anlächeln. Nicht auslachen, aber anlächeln. Und das habe ich bei der Segnung und bei der Bekreuzigung von Firmlingen ganz besonders gesehen. Wenn man einen Menschen anlächelt, er lächelt zurück. Vielleicht können wir in unserer Gemeinde das öfters üben. Begegnen mit offenem Herzen und offenem Sinn, dann leuchten aus uns heraus die Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Und das wünsche ich uns allen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht Ihnen Frieden.
Awesome God, he reigns from heaven above with wisdom.